Tagsüber schlafen, nachts schuften. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten regelmäßig gegen ihren Biorhythmus. Manche freiwillig, manche nicht. Von meinen Freunden, da beneidet mich eigentlich keiner. Das Familienleben steht schon ein bisschen hinten nach, aber es ist halt einfach so. Da geht das soziale Leben ein bisschen verloren. Sie alle sorgen dafür, dass sich die Welt am nächsten Tag weiterdreht und betreiben dabei Raubbau am Körper. Das ist auch die Zeit, wo die meisten Patienten einen Herzinfarkt zeigen. Fürs Arbeiten ist dies eine ganz schlechte Uhrzeit. Doch Nachtarbeit hat nicht nur Schattenseiten. Was ich ganz toll finde, dass du Vormittag was erledigen kannst. Nachts ist man ein bisschen näher beieinander, weil man ein bisschen mehr auf sich Rücksicht nehmen muss gegenseitig. Das gefällt mir auch. Der Hangar der Lufthansa Technik auf dem Münchner Flughafen. Jede Nacht werden hier Flugzeuge gewartet und repariert, damit sie am nächsten Morgen wieder flugbereit sind. Um 20.30 Uhr beginnt die Nachtschicht von Ares Bauersachs. Ich war schon immer Nachtmensch, das ist mir schon früh aufgefallen. Ich wollte morgens nie aufstehen, war immer einer, bei dem sich die Tage so in die Nacht verschieben. Wenn ich mal frei habe, dann bin ich bis 3 wach und schaue Filme an oder mache halt irgendwas. Und dadurch hat sich das irgendwie ergeben, dass ich mir einen Beruf gesucht habe, der halt nachts stattfindet. Seit 17 Jahren arbeitet der gelernte Flugzeugmechaniker bei Lufthansa Technik. Und meistens in der Nachtschicht. Als Vormann oder Schichtführer leitet er das Wartungsteam für die Kurzstreckenmaschinen und muss dafür sorgen, dass die Flugzeuge möglichst schnell wieder aus dem Hangar und in die Luft kommen. Brauchen tue ich ihn nicht, aber ich trinke generell gerne Kaffee und in der Nachtschicht schmeckt er mir schon besonders gut, das muss ich schon sagen. Dann ist der Vormann bereit für sein Nachtwerk. Nach dem Ende des Flugbetriebs bringen die Schlepper die Maschinen der Lufthansa und anderer Kunden in die Hangar. Sie werden eingeheilt. Vormann Ares Bauersachs achtet darauf, dass die Flieger, die schneller fertig sind, als letztes reinfahren. So können sie auch als erstes die Halle wieder verlassen. Die tonnenschweren Hallentore müssen sofort wieder geschlossen werden, denn das Wartungsteam braucht eine bestimmte Hallentemperatur für die Wartungsarbeiten. Ares Bauersachs hat hier seinen Traumberuf gefunden. Und ich habe immer schon so ein bisschen Hang zu Flugzeugen gehabt. Mein Vater war bei der Bundeswehr, beim Flugmedizinischen Institut, dadurch hatte ich so ein bisschen so schon Kontakt damit. Und ich habe dann wirklich überlegt, was kann man reparieren, was mich interessiert und was ist komplex zum Reparieren. Und was gibt es Komplexeres zum Reparieren als Flugzeuge? Und so bin ich dann so zu dem Gedanken gekommen, Fluggerätmechaniker zu werden. Teil der Vormannarbeit ist die Einteilung des Personals zu Beginn der Nachtschicht. Ares teilt sich diesen Job heute Nacht mit einem anderen Vormann. Dann geht's schon los. Delta Oscar. Da ist der Kabinenboden ausgebaut und die Sitzreihen. Delta Oscar steht für die Buchstaben DO. Jedes Flugzeug ist mit einer solchen Kombination aus 2 Buchstaben gekennzeichnet. Im Alltag werden für diese Buchstaben dann die Begriffe aus dem Funkeralphabet verwendet. Also wenn wir dann mit der Sierra Tango rausgehen, könnt ihr mit der Delta Oscar reingehen. Da verliert man die Traumzeit. Ihr habt jetzt einmal ein Auto. Lass mal schauen, wie wir das machen. Die Vormänner sind heute Nacht für 30 Flugzeuge verantwortlich. Und dafür, dass alle Gewerke reibungslos miteinander arbeiten können. Hallo Peter, der Ares, servus. Du Peter, mich hat gerade der Olaf angerufen. Die bräuchten von der Charlie Fox diesen Emergency Hatch zum Reparieren. Wie kriegen wir denn den bei denen in die Werkstatt? Du Markus, mich hat der Olaf von den MFB-Lern gefragt, wegen dem Emergency Hatch von der Charlie Fox. Servus, Eric. Du, eine Frage. Mich hat der Olaf gefragt, wie der Charlie Fox über den Emergency Hatch. Servus, Olaf. Du, ich habe mich jetzt durchtelefoniert. Der Eric bringt den dir nachher in die Werkstatt. Der ist auf dem Weg nach hinten. So, haben wir das auch erledigt. Warum der Vormann-Job Spaß macht, sind diese kleinen Probleme, die es immer mal wieder gibt. Und das ist das, was zwischendurch halt nie für Langeweile sorgt. Dass man immer nicht weiß, was kommt auf einen zu. Irgendeiner ruft dann an. Man muss irgendwas managen, irgendwas organisieren. Das macht Spaß. Im Wartungsteam arbeiten gerade mal 2 Frauen. In anderen Nachtschichtberufen liegt der Anteil bei einem Drittel. Also ich persönlich fände es besser, wenn es anders verteilt wäre. Tatsächlich, eine homogene Gruppe besteht nicht nur aus einem Geschlecht. Und ich denke, dass mit mehr Frauen so manche Sachen, die Männer unter sich so ein bisschen so machen, halt nicht so wären. Also es interessieren sich halt leider wenig Frauen für Fluggerätmechaniker als Doc. Aber mir würde es besser gefallen, wenn wir mehr Frauen wären. Wegen der großen Entfernung ist der Vormann oft mit dem Rad unterwegs. Er muss sich mit einem Mechaniker abstimmen, der an einem Triebwerk arbeitet. Das darf nicht mehr allzu lange dauern, denn Ares Bauersachs hat in 45 Minuten einen Teststand für das Flugzeug draußen auf dem Vorfeld reserviert.
Bei dem sogenannten Run-Up wird das Triebwerk so hochgefahren wie später im Flugbetrieb. Also Bernd, wir machen nachher zusammen dann Run-Up mit dem Alex. Ja. Wegen der Doppelkontrolle rufst mich einfach an, sagst mir Bescheid, ich komme dann vorbei. Oder hast du schon den Zeitrahmen? Dreiviertelstunde. Alles klar, sag mir Bescheid. Okay. Danke dir, bis nachher. Ja. Das Triebwerk ist, denke ich, das Gesamtbauteil am Flugzeug, das die meisten Einzelteile hat. Und man sieht ja auch schon, dass das alles ein bisschen verbaut ist und dass das alles viele Leitungen sind, viele Connections sind. Und natürlich der Bauraum ist beschränkt. Und deswegen ist schon so, dass das Triebwerk das Komplexeste ist, an dem wir eigentlich so arbeiten. Nun muss der Vormann selber mit anpacken. An einer Maschine müssen die zwei Triebwerke gewartet werden. Eine typische Arbeit für die Nachtschicht-Crew. Ja, die Kappe ist, wir gehen jetzt unter das Triebwerk. Und das ist ein ziemlich beengter Raum. Und man kann nicht sehen, was hinter einem ist. Und dass ich da, wenn man sich den Kopf anstößt, nicht gleich noch im Kopf hat, setzen wir die Kappe auf. Alle 800 Flugstunden bringen die Fluglinien ihre Triebwerke zu einer Art Ölwechsel. Es sei denn, vorher treten Störungen auf, die sofort repariert werden müssen. Dann ist Ares Bauersachs mit seinem Team gefragt. Also ich repariere hauptsächlich mein Fahrrad selber und solche Sachen. Sonst eigentlich nicht so sehr. Autos reparieren oder sowas reizt mich tatsächlich gar nicht. Dass ich jetzt selber im Auto daheim rumschraube, Bremsen selber wechsle, mache ich nicht. Im Gegensatz zu Pannenhelfer Michael Scharnagel vom ADAC. Für ihn hat die Schicht bereits am Nachmittag um 3 begonnen. Der 48-Jährige ist vor 7 Jahren von einer Werkstatt zum Pannendienst gewechselt. Ich würde sagen, ich bin eher ein Nachtmensch. Nachts ist es teilweise schöner, weil die Straßen leerer sind. Und man kommt besser durch den Verkehr. Was ich ganz toll finde, dass du Vormittag was erledigen kannst, was andere Leute zum Beispiel nicht haben, die Zeit. Die müssen sie freinehmen. Das kann ich unterm Tag machen. Das sind so die Vorteile, was man hat. Ankunft in einem Münchner Vorort. Ein Nissan will nicht anspringen. Ja, keine Strom mehr, sagen Sie. Keine Strom. Oh, alles klar, schauen wir mal nach. Okay. Und brauchst du die Licht? Na, der ist komplett leer. Ist komplett leer. Schauen wir uns das mal an. Ein Drittel aller Pannen sind Probleme mit den Batterien. Vor allem im Winter muss Michael Scharnagel oft Starthilfe leisten. 4 Volt. Das ist zu wenig. Normalerweise braucht man 12 Volt sowas. So. War da irgendein Verbraucher an? Mhm. Also, ich sage mal, entweder Innenbeleuchtung oder das Licht oder das Parklicht. Also, wo Sie reingefahren sind, einen Blinker betätigt? Nee. Nein? Nee. Irgendwie muss was angewiesen sein. Was hat er denn ungefähr Kilometer drauf? Bitte? Ja, zwar 100 Kilometer. Das war jetzt keine gute Idee. Nee. Wie viele Kilometer? 133.000. Der wird jetzt nicht mehr anspringen. Schauen wir mal. Das war zu früh. Noch mal von vorne. So. Wunderbar. Jetzt lass mal laufen. Jetzt hat 40 Minuten fahren. Okay, 40? Ja, 40 Minuten muss er laufen. Die Batterie war tief entladen. Okay. Und dann sollte der morgen wieder wunderbar anspringen. Und dann wieder morgen nicht springt. Und die muss nochmal angerufen. Der springt. Auftrag erledigt. Und der nächste Kunde wartet bereits auf den gelben Engel. Das ist für mich ein gutes Gefühl. Ich habe jemandem helfen können. Das Fahrzeug fährt. Die Dame ist happy. Und das ist eigentlich das Schöne in unserem Beruf. Wenn man helfen kann, das ist eigentlich das Beste. Es gibt wenig Berufe, wo die Leute so happy sind, wenn jemand vorbeikommt und ihnen hilft. Und natürlich ist es am schönsten, wenn das Fahrzeug danach wieder fährt. Ähnlich dankbar sind die Menschen, wenn das Team des Notarztwagens der Feuerwehr München angerückt ist und geholfen hat.
Einsatzleiter Peter Alt, Notarzt Uwe Kreimeier und Rettungsassistent Tobias Weigel sind schon seit morgens 7 Uhr unterwegs, um Menschen in Not zu helfen. Nach 15 Stunden im Einsatz kehren sie gerade zurück zu ihrem Standort in der Münchner Innenstadt. Und bis 7 Uhr morgens warten noch dramatische Einsätze auf das Team. Das Essen hat das Rettungsteam beim letzten Alarm liegen lassen müssen. Notarzt Uwe Kreimeier probiert erneut, sich ein Stück Pizza aufzuwärmen. Tobias Wegel ist noch neu im Team. Er fährt erst seit einer Woche den Rettungswagen. Klar, jetzt ist Freitag, die ganzen Spitzeln sind irgendwo feiern, sitzen zusammen und ich bin halt hier, aber ich habe jetzt kein Problem damit und das akzeptieren die auch und so ist das halt. Ich habe mir das ausgesucht, ich wusste es davor, dass ich Freitag, Feiertag, Sonntag arbeite und deswegen ist das auch kein Problem. Wenn die Leitstelle einen Alarm auslöst, wird der Ofen automatisch abgeschaltet, damit das Essen nicht verbrennt. Wieder kommt das Team kaum zum Essen. Das Rettungsteam sollte innerhalb von 60 Sekunden im Fahrzeug sitzen. Per Fax bekommen Sie von der Zentrale noch weitere Infos über den Einsatz. Die Einsatzzentrale entscheidet, welcher Rettungsdienst die kürzesten Wege zum Einsatzort hat. Tobias Wegel war vorher schon Fahrer bei der Freiwilligen Feuerwehr und ist es gewohnt, mit Blaulicht über rote Ampeln zu fahren. Doch jeder Einsatz hat für alle im Team seine Tücken. Wir wissen nie, inwieweit die Meldungen, die bei der Leitstelle eingehen und die wir dann bekommen, inwieweit die zutreffen. Ankunft am Einsatzort. Ein anderer Rettungswagen ist bereits dort. Der Patient hat einen Krampfanfall. Das könnte ein Zeichen für Epilepsie, aber auch eine gefährliche Unterzuckerung eines Diabetikers sein. Zweiter. Doch zunächst muss das Team die richtige Wohnung finden. Ja, zweiter Stock, machen Sie mal bitte die Tür auf. Ja, aber da ist der Notarzt. Weil zum Team des anderen Rettungswagens kein Arzt gehört und Medikamente verabreicht werden müssen, haben die Sanitäter den Notarztwagen angefordert. Können Sie mal den Mund aufmachen? Der Notarzt schaut, ob ein Zungenbiss vorliegt. Das Zeichen für einen epileptischen Krampfanfall. Okay. Vielen Dank. Jetzt schauen wir erstmal, was könnte die Auslöseursache sein. Aber ein CT würden wir machen wollen, Fragestellung. Wir brauchen keine Intensivüberwachung. Wir schauen jetzt, dass es nicht zu einem erneuten Krampfanfall kommt. Wir transportieren ihn jetzt in eine spezielle Abteilung, wo man halt dieses Krampflein, wenn das eventuell hat, genauer diagnostizieren kann. Das ist eine neurologische Abteilung. Genau, jetzt kriegen Sie noch ein paar Gurte während der Fahrt, wie beim Autofahren. Einfach, wenn Sie mal gleich im Warmen. Was? Haben Sie irgendwie, können Sie sich erinnern, was passiert ist? Oder eigentlich nur an die vielen Leute in Ihrer Wohnung? Die vielen Leute in der Wohnung. Ja, genau. Entschuldigen Sie, dass so viele da dabei sind. Ein bisschen Schiss habe ich. Was das sein könnte, oder was? Das Rettungsteam bringt den Patienten ins nächstgelegene Krankenhaus. Tobias Wegel fährt zwar mit Blaulicht, aber im Gegensatz zur Herfahrt viel langsamer. Ja, das ist oft ein Mythos. Es kommt immer darauf an, was man hat, was hat der Patient. Und da fährt man einfach langsamer, die ganzen Bodenwellen hinten. Das ist unglaublich, also das merkt man, hier vorne merkt man das überhaupt nicht, aber hinten schlägt es ohne Ende. Und also ob der jetzt eine Minute später oder früher im Krankenhaus ist, ist egal und es ist einfach schonender für den Patienten. Also ich finde nachts angenehmer, es ist auf jeden Fall stressbefreiter, weil einfach weniger los ist. Man muss genauso aufs Gleiche achten, aber der Verkehr ist einfach nicht so wie am Tag.
Da haben die so eine Vorstellung, wie lange dieser Krampfanfall angehalten hat. Nach dem Schrei, also er hat einmal geschrien. Der Notarzt gibt alle Infos, die er hat, an das Team der Notaufnahme des Krankenhauses weiter. Überdosierung zurückgeführt. Okay, und das Tilidin nimmt er jetzt nicht mehr? Tilidin nimmt er, seit er am Rücken operiert wurde. Nach dem Patienten wird einfach die Trage grunddesinfiziert. Neues Spannbetttuch, wenn man so will. Wieder draufgetan, eine Decke draufgetan, dann können wir weitermachen. So, wieder einsatzklar. In der Arbeit und so schon, ein ordentlicher Mensch, daheim. Mei. Er schaut jetzt nicht aus wie Sau, aber ich bin jetzt kein Putzfanatiker. Rückkehr zum Stützpunkt des Notarztwagens. Uwe Kreimeier versucht es erneut mit einem Stück Pizza. Tobias Wegel soll die Medikamente im Einsatzfahrzeug auffüllen. Doch dazu kommt er erst gar nicht. Währenddessen erwacht gegen 2 Uhr der Münchner Großmarkt zum Leben. Allnächtlicher Umschlagplatz für Obst, Gemüse und Blumen. Importeurin Chiara Fra Giacomo auf dem Weg zum Lagerhaus ihrer Firma, einer der traditionsreichsten Familienbetriebe des Marktes. Seit über 100 Jahren beginnt für ihre Familie die Arbeit mitten in der Nacht. Kann man nicht sagen, dass ich um diese Zeit gerne aufstehe, weil mir fehlt dann viel vom Tag. Dadurch, dass ich ja Kinder habe, ist es einfach anstrengend, sich dann nachmittags hinzulegen und da spät nachmittags so fit zu sein, dass wenn die Kinder nach Hause kommen, man möglich für sie zur Verfügung stehen kann und nicht schlecht gelaunt ist oder genervt und richtig gestresst wird. Das ist anstrengend und deswegen, ja, ich mach's, aber es ist nicht mein Lieblingsjob, sagen wir mal, nachts arbeiten zu müssen. Chiara Fra Giacomo und ihre Familie importieren seit 4 Generationen Obst und Gemüse, vor allem aus ihrem Heimatland Italien. Fast täglich kommen von dort Lastwagen mit frischen Waren, die auf dem Großmarkt an Händler und Supermärkte weiterverkauft werden. 270 weitere Importeure drängen sich auf den engen Großmarktflächen am Rande der Münchner Innenstadt. Also es gibt auch Fahrer, die sich weigern, nach München zu kommen auf den Großmarkt. Die finden das hier sehr chaotisch. Und denen ist das nicht so recht, dann mit so einem großen LKW rangieren zu müssen. Wir sind halt dann doch ein Großmarkt, der seit 1900 existiert und ist halt noch sehr ähnlich wie damals. Und deswegen ist es nicht ganz so geplant und organisiert wie andere Märkte. Aber ich mag den Münchner Großmarkt sehr gerne. Die mehrfache Mutter hat sich ihren Beruf nicht freiwillig ausgesucht und auch keinerlei Ausbildung dafür absolviert. Oktober 2008, ich war damals eben in Italien und da kam ein Anruf von meiner Schwester, dem Papa geht's nicht gut, es könnte sein, dass du nach München kommen musst. Es war eine Hirnblutung und ja, am Montag in der Früh um 2:30 ist er gestorben und dann waren wir um 4 Uhr in der Früh, meine Schwester und ich hier und haben unser Glück begonnen, sagen wir mal, das war probieren wir es ja. In kürzester Zeit haben sich damals die Schwestern alles selbst beigebracht. Know-how über die Abläufe, Lagerung, die Eigenheiten von verschiedensten Obst- und Gemüsesorten, alles mussten die zwei Frauen selbst herausfinden. Was ein Händler nicht selbst importiert, kauft er bei der Konkurrenz zu. So kommen die verschiedenen Händler auf dem Großmarkt ständig miteinander ins Geschäft. Und ins Gespräch. Ah, hast du was für mich? Rechnungen. Du müsstest, glaube ich, ein paar Rechnungen für mich haben. Kann das sein? Rechnungen. Schon, ich habe. Ja, gell, sag ich doch. Dankeschön. Also Frauen gibt es hier wenige. Hauptsächlich ist es von Männern dominiert. Frauen gibt es eher an der Kasse, die etwas geschützteren Ambiente und so sind entweder auch Töchter oder andere, die sich hier reingearbeitet haben, aber da sehr, sehr wenige. Und Frauen werden gerne ja nicht unbedingt immer respektiert. Das ist ein etwas eigenes Leben hier in der Großmarkthalle. Eine Restaurantkette ist Stammkunde bei Chiara Fra Giacomos Familie. Weil sie selbst keinen Brokkoli im Programm hat, muss sie bei ihrem Konkurrenten zukaufen. Ja, er ist jetzt heute direkt aus Spanien frisch gekommen. Komm mal her. Ja. Da ist jetzt Eis noch drauf. Ist gut. Die Rosen sind schön klein. Der kostet jetzt 9 Euro. 9 Euro? Ja.
oder komme ich gar nicht so mit zurecht mit dem Preis. Wie viele Kisten brauchst du denn? Ja, so um die 10, 12. 10, 12. Weil den Preis hattest du mir in den letzten Tagen anderen gesagt. Okay. Gut, ich meine, der ist jetzt frisch, aber was kannst du mir noch mehr machen? Also acht, besser, Euro, also 8. 8 Euro. 57? Ja, bitte dafür zu. Weil ich bin. Okay. Weißt du, du bist. Okay, danke schön. Also mit ihm ist es, kann man gut reden. Manche sind etwas unangenehmer, da schicke ich dann meinen Bruder hin. Der kann das dann besser mit manchen und mit anderen kann besser ich. Und da, deswegen verhandle ich dann mit denen. Bei der Lufthansa in München steht für Fuhrmann Ares Bauersachs und seinen Kollegen eine dringende Wartung eines Triebwerks an. Viel Zeit bleibt nicht, denn in wenigen Stunden muss die Maschine wieder in der Luft sein. Wir arbeiten hier am Triebwerksgenerator. Der hat einen eigenen Ölkreislauf, der wird mit Öl gekühlt und da muss halt in regelmäßigen Turnus die Filter gewechselt werden, damit das Öl sauber bleibt, wie beim Auto auch. Und das machen wir jetzt eben. Nachts ist man ein bisschen näher beieinander, weil man ein bisschen mehr auf sich Rücksicht nehmen muss gegenseitig. Das gefällt mir auch gut. Und es ist schon so, dass wir so wissen, wo sind die Stärken, Schwächen von dem anderen. Wenn wir uns mal ins Gesicht schauen und ich sehe, einer hat gerade ein bisschen Durchhänger, dann kann man da schon anders drauf eingehen, wenn man sich einfach regelmäßig sieht, weil man so auch auf die Stimmung von den Kollegen besser eingehen kann. Nach dem Wechsel der Ölfilter wird mit einem Füllwagen Öl nachgefüllt. Also ich habe mir da so angewöhnt, wenn ich eine Arbeit komplett beendet habe, dann gehe ich einmal kurz weg oder mache auch nur die Augen zu, mache sie wieder auf und sage jetzt nochmal Reset. Habe ich alles genauso gemacht, kontrolliere nochmal und ich versuche immer so ein, zwei Sinne dafür zu nutzen. Also nicht nur einmal von fern hingucken, sondern am besten nochmal hinlangen, dass man wirklich immer sicher geht, dass alles passt. Die Triebwerke werden angelassen, damit sich das frische Öl gleichmäßig verteilt. Okay, Triebwerk Nummer 1 ist vorne frei, hinten frei, kannst durchdrehen. Genau. Per Headset ist der Fuhrmann mit seinen Kollegen im Cockpit verbunden. Und Motor 1, komm. Trotz der geringen Drehzahl ist so ein Testlauf in der Halle nicht ganz ungefährlich. Deshalb muss Ares Bauersachs gut aufpassen, dass sich niemand dem laufenden Triebwerk nähert. Motor 1 geht wieder weg. Schaut schon mal gut aus, kommt nichts raus. Einfach nochmal gucken, dass alles dicht ist, nichts raustropft und unsere Arbeit gescheit gemacht haben. Auch der Kollege des Fuhrmanns hat sein Triebwerk rechtzeitig fertig bekommen. Die Maschine kann zum Teststand auf das Vorfeld gefahren werden. Den Schlepper und den Teststand haben die Techniker vom Flughafen angemietet. Daher muss alles sehr schnell gehen. Jede Verzögerung führt zu hohen Zusatzkosten. Ares Bauersachs ist für den Testlauf draußen auf dem Vorfeld verantwortlich. Deshalb fährt er mit einem PKW dem Flugzeug hinterher. Das ist schon eine besondere Stimmung, die nicht jeder zu sehen kriegt. Das ist einfach was Besonderes. Die meisten Leute, auch wenn sie schon mal geflogen sind, haben sowas noch nie gesehen. Und das ist für mich schon jedes Mal wieder schön, wenn ich da rausschaue und sehe, wie die Halle schön erleuchtet ist, wie die Lichter leuchten. So eine unberührte Fläche kriegt nicht jeder zu sehen. Ankunft in der Testhalle. Hier können auch nachts Triebwerke unter Vollgas getestet werden, ohne Anwohner unnötig mit Lärm zu belästigen. Eine Stunde steht sie zur Verfügung, dann kommt eine andere Maschine zum Test. Ich kontrolliere, ob das Triebwerk frei ist. Für den Testlauf könnte ja sein, dass unterwegs eine Plastiktüte reingeweht ist oder sowas. Das darf auf keinen Fall sein. Deswegen kontrolliere ich, ob der Einlauf frei ist, ob die Fanblades Beschädigungen haben, dass alles in Ordnung ist. Die Räder werden hinter, aber vor allem auch vorne mit großen Bremsklötzen versehen. Schaut jetzt so aus, als würden wir den fixieren. Im Endeffekt sind die Chocks, so heißen die Klötze, sind alle nicht auf Kontakt. Die sind sozusagen nur die Notbremse, weil der Flieger wird von der Parkbremse und von der Fußbremse gehalten. Aber falls er doch rutschen sollte, dann würden die Chocks uns auffangen. Der letzte Anker, sag ich jetzt einmal. Im Cockpit wartet der Kollege von Ares Bauersachs mit der Checkliste für diesen Testlauf. Cabin Pressure Mode Selector und Manual. Cabin Pressure Mode Selector und Manual. Outflow Valve Open. Outflow Valve Open. Parking Brake Set. Parking Brake Set. Und dann nächster Schritt wäre schon All Doors Closed, All Windows Closed. Und dann ist alles bereit fürs Anlassen der Triebwerke. Ein Problem mit dem Anlassen hat dagegen eine weitere Kundin von Pannenhelfer Michael Scharnagel. 38. Am 1 und so.
Boah, der elektrische, das ist ja wahnsinnig. Aber der ist von 2005. Es kommt zwar nicht so häufig vor wie BKWs, aber immer wieder mal ein Roller. Vor allem jetzt im Frühjahr, wenn sie dann wieder rauskommen aus der Garage und die Leute fahren wollen, dann Starthilfen oder mal Vergaser leer gelaufen. Finde ich cool. Ist immer wieder nett einmal. So, jetzt. Ist er raus aus dem Winterschlaf? Lappe zu. In 85% der Einsätze bringt Michael Scharnagel die Fahrzeuge wieder zum Laufen. Für die übrigen Fälle muss er seinen Kunden einen Abschleppwagen rufen. Einen schönen Abend noch, gell? Ciao. Servus, ciao. Du lernst so viele Leute kennen, also vor allem ja, total unterschiedliche Leute. Also das ist, kann man gar nicht sagen, was ich schon alles gehabt habe. Also das ist Wahnsinn. Über ein spezielles Navigationsgerät bekommt der Pannenhelfer schon wieder den nächsten Einsatz von der Einsatzzentrale zugeteilt. Und nachts ist schnelle Hilfe besonders gefragt. Teilweise sind sie in der Nacht schon gestresster. Weil meistens ist es so, dass sie, die Leute auf dem Nachhauseweg sind. Dann haben sie irgendein Problem mit dem Fahrzeug. Und dann sind die natürlich auch gestresster. Ja, am Anfang war ich ganz anders. Also am Anfang, das ist alles neu, da bist du nervös, da bist du, ja, du weißt zwar, was kannst, aber das ist nicht wie arbeiten in der Werkstatt. Schließlich ist Michael Scharnagel beim nächsten defekten Wagen angekommen. Ist das während der Fahrt passiert? Während der Fahrt passiert, ja. Schließen wir mal das Diagnosegerät an. Alle neueren Autos sind mit einer Schnittstelle zum Auslesen der Motorelektronik ausgerüstet. Da wächst er mit den neuen Autos mit auf, also man lernt immer wieder dazu. Das geht schon. Man darf halt nie, man muss immer am Ball bleiben in unserem Beruf. Das ist einfach das Wichtigste. Das Auslesen bringt den entscheidenden Hinweis. Ist genug drin? Nee. Zu viel. Das Öl ist hinüber. Da drückt es dir den Dieselkraftstoff in die Ding rein, in die Motor rein und dann aus der Ölverdünnung. Aha. Nicht mehr weiterfahren. Nicht mehr weiter. Nein. Den müssen wir leider schleppen lassen. So, da lang. Garmischer Straße hast du gesagt, oder? Ja, Tölzer Straße. Ah, Tölzer Straße. Ja. Ob jetzt Garmisch oder Tölz, das ist ja fast das Gleiche. Vielen Dank. Schau bitte, dass du erreichbar bist, weil ich habe die zweimal. Ich bin erreichbar, ja. Das habe ich telefoniert, meiner Frau am Telefon. Ah ja, Frauen halt wieder. Hat, ja. Alles klar. Alles klar. Ich wünsche dir was. Servus, ciao. Servus. Wie jeder vierte Arbeitnehmer in Deutschland arbeitet Michael Scharnagel im Drei-Schicht-System. Und die Schicht ist eng getaktet. Also wenn weniger Arbeit da ist, dann kann man sich einmal eine Pause leisten. Aber normal geht es zuschauer durch. Haben wir Tag 13, 14, 15 Pannen. Der Tag verläuft, du fängst arbeiten an und dann hast du eigentlich schon wieder Feierabend. Also das ist, merkst du teilweise gar nicht. Also das ist eigentlich schon ganz gut. Ja, mein Familienleben steht schon ein bisschen hinten nach, aber mei, es ist halt einfach so. Man hat sich da arrangiert jetzt die Jahre gegenüber. Ich bin jetzt 20 Jahre mit meiner Frau beieinander. Also habe noch nichts Nachteiliges gehört. Zeit für eine Pause scheint es heute Nacht beim Team des Notarztwagens der Feuerwehr München nicht zu geben. Ja, ausgelöst. Doch bei diesem Alarm ist irgendwas merkwürdig. Die Leitstelle hat nämlich gar keinen Alarm ausgelöst. Notarzt Uwe Kreimeier hat aus Versehen einen falschen Knopf gedrückt. Ich wollte nur den Ofen anmachen. Der Ofen wird immer abgeschalten, sobald der Alarm kommt. Und wenn man wieder einschalten muss, müsste man den Alarm quittieren, damit wir das Strom haben. Der Kollege hat aber jetzt statt den Alarmknopf gedrückt. Das heißt, das war der einzige Fehler, was er gemacht hat. Familiennachzug in Deutschland mehr ermöglicht.
Ich mag ganz gerne eine Tasse Kaffee. Aber ich brauche das nicht zum Wachbleiben. Wenn der Alarm kommt, dann steigt der Adrenalinspiegel, dann sind wir sowieso relativ schnell wach und da wird schon gepusht. Ja, das hebt ein bisschen noch die Stimmung, dann mal ein Gummibärchen zu essen. Um 4 Uhr beginnt so das Cortisol, das ist so einer der Marker im Blut, anzusteigen. Das ist auch die Zeit, wo die meisten Patienten in den frühen Morgenstunden ihren Herzinfarkt zeigen. Also ist eine, fürs Arbeiten ist dies eine ganz schlechte Uhrzeit. Der Patient zumindest hat das Recht darauf, dass wir, auch wenn wir nachts dann um 3 Uhr, wenn wir vielleicht ganz kurz mal die Augen zugemacht haben, dann unsere volle Leistung bringen können. Ja, das war ein bisschen kaputt ausschaut, Entschuldigung, aber. Aber jetzt glaube ich, lege ich mich trotzdem noch mehr Stunde hin. Ich schock bestimmt nicht. So machen wir es. Auf der Station hat jeder sein eigenes Bett, falls Zeit bleibt zwischen den Einsätzen. Am Anfang war das schon so, da waren wir wirklich, hat man Angst gehabt, irgendwas zu verschlafen, waren wir ganz, ganz, ja nicht wach, aber immer irgendwie, es war anders. Und jetzt umso länger man dabei ist, dann gewöhnt man sich einfach dran. Es ist jetzt nicht so, dass ich ein reiner Nachtmensch bin. Privat gehe ich ganz normal relativ früh ins Bett. In der Arbeit gehe ich vor 12 nie ins Bett, also vor Mitternacht. Weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch so höher ist, als dass ich dann schlafe. Der nächste Alarm, Nummer 18 innerhalb dieser Schicht. Ja, das ist ein Unfall an einer U-Bahn, wo jemand ins Gleisbett gestürzt ist. Die Person liegt nicht mehr im Gleisbereich, ist von der U-Bahn-Wache schon rausgeholt worden. Okay. Im Münchner Stadtgebiet ereignen sich pro Monat 1 bis 2 Personenunfälle im U-Bahn-Bereich. Nicht selten geht es dabei um Leben und Tod. Blitzer dürfen bei Einsatzfahrten ignoriert werden. Ankunft am U-Bahnhof. Zusätzlich zum Notarztwagen wurden bei diesem U-Bahn-Einsatz auch noch 6 Feuerwehrleute alarmiert. Denn es ist meist nicht klar, was vor Ort alles zu tun ist. Am Gleis steht noch eine U-Bahn. Die hatte aber zum Glück keinen Kontakt mit dem Opfer. Mach nicht zu viel. Mach die Presse über. Ja, genau. Enge Blutfilm. War ein bisschen unübersichtlich, weil stark alkoholisiert war, der Patient. Das können wir jetzt nicht ändern. Könnte sein, dass er auf die U-Bahn gewartet hat und hat dann auf dem Bahnsteig stehen das Gleichgewicht verloren. Das weiß ich nicht. Das interessiert uns in dem Augenblick auch nicht. Wir sind nicht sozusagen an der Ursachenforschung beteiligt, sondern uns geht es nur darum, ob er nur in Anführungszeichen jetzt in das Gleisbett gefallen ist oder eben die U-Bahn ihn umgefahren hat oder vielleicht sogar überfahren hatte. Was soll man sagen? Er könnte sich an der Wirbelsäule verletzt haben, er könnte sich fast am Schädel verletzt haben. Ich würde einfach sagen, Polytrauma. Da ging er vom Schlimmsten aus und dann wird sich's in der Klinik rausstellen. Okay, hinlegen. Während sich das Rettungsteam Richtung Krankenhaus aufmacht, ist die Obstimporteurin Chiara Fra Giacomo auf der Suche nach frischen Tomaten für einen ihrer Kunden. Das sind Marinda-Tomaten. Das sind Tomaten, die grün gegessen werden, also genau so, mit so einem dunkelgrünen Haube. Und unten sollten sie aber schon rot sein. Die müssen in der Nähe vom Meer angepflanzt werden, weil sie müssen ein bisschen leiden, die Pflanze. Die muss Salzwasser haben und die wird auch nicht viel gewässert und durch das Leiden bekommt sie einen ganz besonderen Geschmack, diese Tomate. Da nehmen wir jetzt auch gleich was mit. Darf ich dir 2, 3 Tomaten klauen? Ja. Das sind die guten Tomaten. Dann nehmen wir doch gleich, können wir 2 mitnehmen. Die sehen gut aus. Man darf probieren, also es gibt angebrochene Kisten, wo man dann eine einzelne Frucht probieren kann, ob sie auch wirklich schmeckt, wie sie ist. Man kauft ja größere Mengen und deswegen
testet man auch wirklich den Geschmack, ob der wirklich gut ist. Die kann man mitnehmen, ich habe auch gefragt. Und da so einfach, ja, ich bin eine, die fragt, ob man das mitnehmen kann. Andere, die kommen einfach nur vorbei und nehmen es einfach mit. Das italienische Café im Herzen des Münchner Großmarktes. Wichtiger Anlaufpunkt für die 2500 Nachtarbeiter. Man trifft sich dann auch hier auch dann mal wieder mit Kollegen, Freunden, Kunden. Oder da wird dann immer wieder nicht nur über Geschäftliches gesprochen, aber auch über Geschäftliches. Und es ist immer wieder schön, diese Kontakte zu pflegen und mal wieder zu hören, ob es Neuigkeiten gibt oder Gerüchteküche. Gibt es auch, ist ja sehr lustig manchmal. Regelmäßige Nachtarbeit schwächt das Immunsystem, belegen Studien. Diese Verschiebung der normalen biologischen Schlaf-Wach-Abfolge kann langfristig zu verschiedensten Krankheiten führen, wie etwa Magen-Darm- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wahrscheinlich fördert die Nachtarbeit sogar das Krebsrisiko. Doch ohne Nachtarbeiter würde unsere Gesellschaft in dieser Form nicht funktionieren. Ja, wir müssen ja die ganze Arbeit nachts verrichten, damit die normalen Bürger Münchens, die zu normalen und zivilen Zeiten aufstehen, auch frische Ware an der Theke haben und im Supermarkt und das alles rechtzeitig ausgeliefert wird. Ansonsten wäre ja die Theke leer dann, wenn man einkaufen geht, und das wollen wir natürlich nicht. Und würden Flugzeuge wie hier auf dem Münchener Flughafen nicht nachts gewartet, wären sie tagsüber für den Flugbetrieb nicht immer einsatzbereit. Die Folge? Höhere Kosten. Deshalb arbeitet das Wartungspersonal zu zwei Dritteln nachts. Auf dem Teststand ist Fuhrmann Ares Bauersachs bereit für den Probelauf der gewarteten Triebwerke. Dabei werden die Turbinen auf 75% ihrer Maximalleistung hochgefahren. Im Stand. Das Wichtigste dabei, die Bremse. Die Reibung der Reifen auf dem Asphalt reicht aus, um das Flugzeug auf der Stelle zu halten. Die Bremsklötze sind nur für den Notfall vorgelegt. In einem schall- und feuergeschützten Raum überwacht ein Kollege die Maschine und kann dem Cockpit sofort Bescheid geben, falls ein Problem auftritt. Der Test ist beendet. Die Triebwerke laufen einwandfrei. Und die Bremsen haben dieser extremen Belastung ebenfalls standgehalten. Man muss sich das vorstellen, wenn das Flugzeug landet und das ganze Gewicht wird ja alles hauptsächlich mit den Bremsen gebremst. Also die Schubumkehr, von der man schon mal gehört hat, die reduziert nur die Last auf den Bremsen, aber grundsätzlich, die Bremsen bringen das Flugzeug zum Stehen. Das sind Mehrscheiben, Carbonbremsen, die wirklich richtig massiv Leistungen Wärme umsetzen. Und die müssen natürlich das ganze Flugzeug zum Stehen bringen, deswegen sind die wirklich massiv ausgelegt und die schaffen das. Zeit für die Mittagspause, wie die Pause in der Mitte der Nacht bei den Nachtschichtlern oft genannt wird. Die Arbeitszeit danach nennen viele Nachmittag. Nachtarbeit bringt eben einige Eigenheiten hervor. Ares Bauersachs arbeitet fast ausschließlich nachts, freiwillig. Auch wenn das Nachteile hat. Zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr, wenn ich mittwochs um 19:45 in die Arbeit fahre und um 7 Uhr geht die Feuerwehr los, also um 19 Uhr, dann brauche ich da nicht mehr auftauchen. Das ist halt schon sowas, was man ein bisschen merkt, aber das ist halt auch klar. Und dafür habe ich halt oft unter der Woche frei, also den ganzen Tag frei, wenn andere Leute halt vormittags in der Arbeit sind und kann dann halt andere Sachen machen. Ich versuche mir da die Vorteile auch selber positiv herzureden, sage ich mal. Und wenn man sich das selber schlecht redet, findet man sehr viele Gründe, warum es schlecht ist. Aber man findet auch ganz viele Vorteile, die es hat. Und ich sehe die Vorteile mehr als die Nachteile und deswegen bin ich happy damit. Mein größerer Bub, der ist jetzt 3, der geht morgens um 8 in den Kindergarten. Und wenn ich von der Nachtschicht nach Hause komme, steht das Auto warm in der Einfahrt, dann packe ich den Ludwig ein und fahre ihn halt in den Kindergarten. Das klappt sozusagen super. Wenn ich um 7 in die Arbeit fahren müsste, würde das schon mal nicht klappen. Und bis der aus dem Kindergarten wieder daheim ist, bin ich dann auch schon wieder fast wach. Und wenn ich jetzt einen normalen Arbeitsalltag hätte, dann würde ich wahrscheinlich vor 5 auch nicht daheim sein. Also ist das überhaupt kein Nachteil. Bei der Lufthansa-Technik werden nicht nur Triebwerke gewartet, sondern alle Teile des Flugzeugs, etwa die Leitwerke und Steuerklappen. Im Innenraum sind die Techniker ebenfalls nachts aktiv. Also wir kontrollieren hier die Batterie vom Emergency Locator Transmitter. Der ist dafür da, dass in Notfällen die Flugzeugposition gesendet werden kann. Und der hat nach einer Behördenforderung, muss eine bestimmte Mindestzeit zum Senden haben. Und dafür ist natürlich vorgeschrieben, wie viel Batteriekapazität er haben muss. Der Innenraum ist nicht unbedingt der Lieblingsplatz des Fuhrmanns. Also ich fliege tatsächlich nicht so gerne, weil ich mit der Luft im Flieger nicht so gut zurechtkomme. Und das ganze Gewackel mir ein bisschen auf die Nerven geht. Ich werde schnell ein bisschen reisekrank. Also ich fliege nicht sonderlich gerne. Und den Urlaub nehme ich tatsächlich dann doch lieber die Version Gardasee mit dem Auto.
Nur noch eine Stunde. Dann müssen die ersten Flieger wieder in der Luft sein. Alle Maschinen werden jetzt eine nach der anderen ausgeheilt. Fertig gewartet und geprüft von der Hangarnachtschicht. Für Aras Bauersachs ist bald Schichtende. Die Besatzung des Notarztwagens der Feuerwehr hat dagegen noch einiges vor sich. Sie müssen sich um den Verletzten vom U-Bahn-Gleis kümmern. Und noch ist alles offen. Von Hirnblutung bis irgendwelche Wirbelsäulenschäden ist alles möglich. Aber wenn ich auch direkt auf den Kopf falle, ist es nicht immer angenehm. Den haben wir komplett die Kleidung aufgeschnitten, weil einfach auch die Untersuchung von den Extremitäten dazugehört, ob da irgendwelche offenen Verletzungen sind, Brüche oder sonstiges. Und da kann man nicht lang umeinander, sondern da wird die Kleidung einfach zerstört. Grüß Gott, bitte bleiben Sie mal ruhig liegen. Atem bei euch an der Mannschaft. Geh mal schnell vor. Abfahrt Richtung Krankenhaus. Arzt und Einsatzleiter bleiben auf der Rückfahrt stehen, auch wenn sie da nicht angeschnallt sind. So können sie schneller reagieren. Das EKG wird ständig kontrolliert, falls sich der Zustand des Patienten verschlechtern sollte. Beneidet wäre ich eigentlich relativ selten um meinen Job. Also das gibt's eigentlich nicht. Wenn man mal erzählt, dass man sich die ganze Nacht um die Ohren schlägt und das alles, also von meinen Freunden, da beneidet mich eigentlich keiner. Kreimer, mein Name. Das ist ein 37-jähriger Patient, der an der U-Bahn verunglückt ist. Und zwar ist er ins Gleisbett gestürzt, nicht mit der U-Bahn kollidiert. Er war ansprechbar, er ist alkoholisiert und potenziell Wirbelsäulenverletzung. Das, was nachkommt, ist, dass man das dann noch verarbeitet, dieses Bild, wenn jemand wirklich schwerst verletzt ist und eventuell sogar Gliedmaßen abgetrennt sind. Das ist belastend für das Team. Wir haben auch schon Nachbesprechungen gemacht, wo wir dann uns selbst psychologischen Rat geholt haben. Das sind aber ganz, ganz seltene Situationen. Der Patient wird im Krankenhaus weiter versorgt. Damit endet für das Team die 24-Stunden-Schicht. Endlich. Und eine neue beginnt für die nächste Mannschaft. Und auch für Pannenhelfer Michael Scharnagel ist ein Ende in Sicht. Nur noch zu einem defekten Auto ist er unterwegs. Wähle. Und ruft den Kunden zur Sicherheit kurz vorher nochmal an. Ja. Ja, grüß Sie, Scharnagel vom ADAC Apparat. Hallo, ich bin ungefähr in 5 Minuten bei Ihnen. Scharnagel vom ADAC. Ach, Entschuldigung. Wir haben so gekriegt und dann bin ich fast eingeschlafen. Jetzt haben wir auch gerade nicht gut versorgt. Ah, gerade jemand nicht. Ja, dann schlaf weiter. Gell? Also, servus, bitte. Und jetzt senden wir den Pannenbericht. Ja, Michi, der Falko wieder, grüß dich. Und der hat sich selber geholfen. Ja? Der hat jetzt gerade geschlafen im Auto. Okay. Wer ist da? Ah, das ist tatsächlich selbst geholfen. Gut, alle raus, gell? Und schläft im Fahrzeug. Na gut, so soll es sein. Alles klar. Komm gut rein. Danke, ciao. Es gibt selten Tage, wo ich richtig Stress bin. Also da müssen schon, ja, ich sag mal, Pannen kommen, die was, ja, da wo du wirklich nichts mehr machen kannst. Und ja, und das nimmt dich dann schon teilweise mit, wenn du dann irgendeine Familie hast, die was in Urlaub fahren und da kannst du leider nichts mehr machen. Die müssen dann irgendwo anders übernachten. Eine Nacht da bleiben, am nächsten Tag muss das Auto repariert werden. Aber mei, das ist halt leider so. Die Nachtarbeit, das ist halt eben, das ist halt ein bisschen was Spezielles, hat man heute auch gesehen. Das ist eine ganz besondere Arbeitsstimmung. Also ich bin da absolut glücklich damit. Ich glaube, ich habe da echt so ein bisschen meine Nische gefunden und bin da echt happy damit. Ursprünglich wollte ich ja nicht diese Arbeit machen, die war mir etwas zu hart. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und ich mag es gerne und ich bin stolz darauf, dass ich eben zu so einer langen Familientradition dazugehöre. Schauen wir mal, wer von der nächsten Generation weitermachen will. So, ciao, servus. Mach's gut.
Das war ein anstrengender Dienst. Nicht jeder Dienst ist gleich anstrengend, aber da hatten wir viel zu tun. Gehen wir nach Hause, jetzt haben wir es uns verdient, denke ich. Schauen wir mal, wann ich aufwache und dann schauen wir mal, was der Abend bringt. Genau, morgen haben wir ja frei. Schauen wir mal. Genau. Dann macht es gut. Servus.